Tja, und da sind wir mal wieder zu einer weiteren gepflegten Ausgabe von Krieg in den Dungeon und lass dich fertig machen. Mittlerweile jetzt die vierte Partie. Nachdem die vorherigen drei ja so kolossal in die Hose gegangen sind, spielen wir diesmal doch mal einen Barbaren und beginnen hiermit sogleich auch so. B. Jetzt kann ich mir nur aussuchen, ob ich ein Mensch oder ein Ork sein will. Im Prinzip ist es diesmal sogar egal. Der Ork hätte den Vorteil, dass er quasi direkt mit Giftresistenz starten würde, aber der Barbar tut das sowieso. Deswegen könnte ich auch den Menschen nehmen. Schwere Entscheidung. Na, ich nehme einfach meinen Menschen, ne? So. Genau, und jetzt kann ich mir noch aussuchen, ob ich neutral oder chaotic sein will. Lawful gibt's für Barbaren nicht. Ich glaube ja eigentlich fast, dass neutral von den Artefakten, die man da kriegen kann, eine gar nicht mal so schlechte war. Nee, obwohl. Obwohl, nee, als Barbar, da kriegst du ja als Chaotic, wenn du Glück hast, den Stormbringer. Was ungefähr eine der besten Waffen überhaupt ist. Deswegen nehmen wir doch mal Chaotic. So, unser Gott heißt Set. Wir stehen wieder in meinem Dungeon. Neben uns ist unser Idefix und, wie ich gerade sehe, haben wir heute einen Punkt extra Glück, weil Vollmond ist. Ja, die Real-Life-Zeit wirkt in Netek mit. So, wir starten mit einem zweihändigen Schwert und einer einhändigen Axt, einer Rüstung und einer Futterration. Gut, das Schwert, das wir hier am Anfang haben, ist super stark. Zumindest für den Anfang. Man sieht's ja, ich habe gerade einen Goblin platt gemacht, ohne ihn überhaupt zu sehen. Und der Helm da ist nicht verflucht, denn unser Hund geht drüber. So, das heißt, wir ziehen ihn gleich mal an. Haben dadurch einen Punkt mehr Rüstung. So, die Box hier aufmachen. Okay, wenn sie nicht aufgeht, dann treten wir sie eben auf. Zerbrechen dabei ein paar Glasobjekte, die drin sind. Naja, wie ein Scherz. So. Hoffentlich ist sie jetzt nicht wieder leer. Doch ist sie. Na toll. Hätte ich mal nicht gemacht. Naja, aber ich habe noch keine Möglichkeit, die Dinger aufzuschließen. Und man kann Schlösser auf Truhen oder Türen auch mit dem Schwert... Ach, was mache ich denn da? Trete ich voll auf die Falle. Auch mit dem Schwert aufbrechen, aber dann hat das Schwert eine gute Chance abzubrechen und das wäre nicht so toll. Ah ja, wie steht's denn eigentlich hier? Aha. Ja, also Waffenskills, eine breite Basis, würde ich mal sagen, und die einzigen Zauber, die wir lernen können, sind Angriffszauber. Naja. Aber mehr braucht man ja als Barbar auch nicht, oder? Gut, noch ein Goblin. Schon Level 2. Das geht ja fix. Und Foxy. So, noch ein bisschen Gold. Nehmen wir alles mal mit. Kann man ja immer mal brauchen. So, jetzt noch das Dungeon-Level hier mal fertig auskundschaften. Das Messer da scheint auch nicht verflucht zu sein, aber naja. Messer sind in der Regel immer nur so 2 Goldstücke wert bei den fiesen, raffgierigen Shopkeepern. Deswegen, ja, lassen wir das mal liegen. Muss jetzt ja auch nicht sein. Ah ja, ein weiterer Raum und da ist ein Brunnen. Gut, der bringt mir jetzt nicht mehr so viel, wie er mir als Lawful-Charakter bringen würde, weil Excalibur ist für mich völlig verboten. Undenkbar, dass ich das hier kriegen würde. Naja, brauche ich aber auch nicht, weil Stormbringer ist ungefähr genauso gut. Bringt auch Level-Drain-Resistenz und hat sogar den lustigen Effekt, dass es die Lebenspunkte meiner Gegner, wenn sie dagegen nicht resistent sind, abzieht und mir hinzufügt. Was eine extrem coole Sache ist. Na, ich hoffe, ich krieg das Teil. Gut, dann jetzt mal Dungeon Level 2. Und wir machen auch gleich mal diese Schakale hier nieder. Bis jetzt, wie gesagt, nichts weiter Schlimmes, nur die schwächsten Monster. Naja, als Barbar hier zu sterben, das ist dann doch ein bisschen... Das wäre ein Kunststück. Schwierig wird's erst weiter unten. Was haben wir denn hier? Eine weitere Rüstung, ein Zwergenschild. Ja gut, ein Schild ist für mich sowieso... Und auf dieser Ebene ist ein Shop. Okay, ein Schild ist für mich sowieso... Nicht gerade die beste Wahl, weil mein Zweihandschwert erlaubt mir das nicht. So, hier geht's nicht weiter, oder was? Ja, dann müssen wir uns wohl einen anderen Weg suchen. Da oben ist ja noch, da sind noch 2 Türen. Und was ist das hier? Da geht's ja auch noch weiter. Naja, merkwürdige Dungeon-Struktur. Treten wir die Tür einfach mal in Stücke. So. Jetzt noch hier gucken, was gibt's denn hier so Schönes? Oh, einen weiteren Raum mit einer weiteren Treppe. Das heißt, hier geht's dann wohl in die Minen, in der Tat. Okay. Es ist echt schön, dass ich mir jetzt keine Gedanken mehr um die Giftfallen machen muss in den Minen, weil jetzt bin ich ja resistent als Barbar und so, ne? Wunderbar. Und wenn man mal auf meinen Stärkewert da unten guckt, dann wird man vielleicht feststellen, dass der auch nicht gerade
gering ist. Ist hier nicht noch irgendwo eine Tür? Ich habe doch einen Shop gehört, der muss ja irgendwo sein. Der kann ja eigentlich nur noch da oben sein. Vielleicht geht es hier irgendwo weiter. Also, like, hier irgendwo weiter. Scheint ja wohl irgendwie nicht. Da muss es aber irgendwas geben. Oder sollte es vielleicht hier unten sein? Ist der Shop hier noch zwischen den anderen beiden Räumen eingemauert? Kann ja wohl nicht sein. Oder ist es vielleicht ein ganz kleiner Shop und der ist hier unten? Jetzt finde ich den nicht, oder was? Ah, doch. Aha, aha, eine Tür. Ah, das war nur so ein... Ach, toll. So eine Nische. So ein Wandschrank. Und hier... Das ist, sag mal, hier gibt es ja gar nichts. Huch, was war das? Ah, ich lese was in den Boden graviertes und da steht... Jetzt schon leicht ausgebleicht, Ad Errarium. Und das bedeutet, auf diesem Level gibt es auch eine Vault. Okay, die Tür ist eh verschlossen, aber in die Vaults kann ich eh nicht rein, bis ich einen Weg habe, da auch wieder rauszukommen. Ohne mein ganzes Geld zu verlieren, weil wenn man in die Vault geht, das sind immer so Räume 2x2, voller Geld. Und zwar wirklich viel Geld. Und ich bin hungrig, sehe ich gerade. Ich habe jetzt genug bei mir. Aber wenn man dieses Geld mitnimmt, dann taucht eine Vault-Wache auf. Und dann geht's los. Hey, ich kenn dich gar nicht. Wer bist denn du? Was machst du denn hier? Wieso hast du das ganze Gold geklaut? Und dann nimmt die an, dass sämtliches Geld, das ich bei mir habe. Ah ja, ich sollte auch noch erwähnen, dass die ganzen Minen jetzt gegen mich sind. Nicht nur die Gnome und die Zwerge lassen mich in Ruhe. Nein, jetzt gehen sie alle auf mich los, weil ich chaotic bin. Das mögen die nicht. Naja, soll mir egal sein. Als ob die mir irgendwas könnten mit meinem riesen Bombastoschwert. Damit kann ich alles kompensieren. Das hätte ich jetzt vielleicht nicht sagen sollen. Ach, Quatsch, nee. Anziehen. So, den Mantel. Oder? Ja? Oh, der ist sogar plus 1. Das ist ja geil. Das ist ja wunderbar. Das geht ja schon gut los. Ausnahmsweise mal. Nachdem etliche andere Partien ja so... Okay, auf diesem Stapel hier scheint kein Item verflucht zu sein, denn mein Hund geht ohne viel Federlesen drüber. Das heißt, wir ziehen den Helm und die Schuhe auch gleich an. So. Anziehen. Ach, ich trage ja schon einen Helm, den orkischen. Mal gucken, ob der Zwergenhelm besser ist. Orkhelm abziehen. Zwergenhelm anziehen. Ja, ist er. Das heißt, den Orkhelm können wir hier lassen. Das ist ja toll. Jetzt schon Armor Class 2. Das finde ich gut. Okay. Eukalyptusblätter gibt's hier. Wollen wir mit? Kann man essen? Ich glaube, die sind noch für was anderes. Gut, eine Falltür. Oh Gott. Ja klar, gleich auf Dungeon Level 6 oder was? Oh Mann. Mann, Mann, Mann. Naja, okay. Sind aber nur Gnome hier. Oh, eine Wand of Striking. Sehr gut. Der erste Angriffszauberstab. Jetzt schon. Das ist ja... Wie gesagt, das geht ja... Au! Oh, okay. Das war ein Schlaftrunk. Den er mir in den Kopf geschmissen hat, der Mistkerl. Du alte Sau, jetzt komm mal her. So, jetzt gibt's schön auf was? Nein, nein, da war eine Rostfalle. Oh, jetzt ist mein Schwert verrostet. Scheiße. Oh, Mr. Drecker. Das zu reparieren dürfte eine Weile dauern. Weil da brauche ich erst eine Scroll of Ancient Weapon und irgendeine Methode, mich konfus zu machen. Vielleicht diesen Trank hier. Ne, den wollte ich jetzt eigentlich mitnehmen. Genau. Wie, ich dachte, ich wäre giftresistent. Was ist denn das hier? Anscheinend wohl doch nicht. Naja. Ist mein Charisma. Oder was war es? Meine Weisheit oder mein Charisma? Ich glaube, es war meine Weisheit. Jedenfalls, irgendwas ist gesunken. Dann brauche ich erst ein Einhornhorn, um das wiederherzustellen. Naja. Ist zu verschmerzen. Ist nur ein Attributspunkt. Und hier sind lauter Zombies. Hätte ich meine Shotgun. Die Hobbits haben nichts gegen mich, oder? Doch. Na, dann habe ich auch was gegen sie. Und da ist ein Floating Eye. Das mache ich aus der Entfernung platt. Ich habe ja eine Wand of Striking. Ich spreche das immer falsch aus. Wand heißt es eigentlich, ne? Naja, egal. Und die werde ich jetzt benutzen. Zap, L und Pow! Und da ist es tot. Denn, das habe ich ja vielleicht schon mal erwähnt, eine Nymphe. Die lasse ich mal schlafen. Das habe ich vielleicht schon erwähnt, die Floating Eyes sollte man nicht aus direkter Nähe angreifen, also wenn man direkt neben ihnen steht, weil ihr Blick kann einen paralysieren
Und zwar für wirklich lange Zeit. Und dann wird man von allem, was dahergelaufen kommt, meine Güte, jetzt schon Level 7, platt gemacht. Das ist ja mein Town hier. Jetzt sehe ich es erst. Ach. Ja, da sind die ganzen Shops. Okay. Das ist ja schön, dass ich jetzt mal hier gelandet bin. So, erstmal die ganzen zwergwüchsigen Dreckskerle hier. Na, komm rein. So, was ist hier alles? Eine Schriftrolle namens Eplib Ilo. Keine Ahnung, was das ist. Aber ich bin irgendwie auch nicht gerade gewillt, das gleich direkt so auszuprobieren. Naja. Oh, Bäume. Okay. Die seltene Minetown-Version mit Bäumen. Zumindest habe ich sie noch nicht so oft gesehen. Ich weiß nicht genau, wie oft die entsprechenden Versionen generiert werden. Eine Tribe-Ration, die nehmen wir mal mit. Was war das? Der Gnom riss seinen Bogen aus. Ja, kein Problem. So, noch eine Schriftrolle namens Yam Yam diesmal. Einfach mal alles mal mitnehmen. Ich habe ja eine Stärke von 18 und 2% und das ist ja nicht so schlecht. Da kann ich ja viel tragen. Oh Mann, Drecksfalle. Aber gegen diese Dartfallen habe ich echt, da hab ich Traumata. Bezogen auf die. Ich bin blind. Und ich frage mich auch weiterhin, warum verrottendes Essen mich blind macht. Naja. Soll mich jetzt auch nicht weiter stören. Ups. Und? Na? Ah ja, okay, das war eine Potion of Confusion. Die er mir gerade an den Schädel gedengelt hat. Aber das ist mir egal. Ich treffe ihn nämlich trotzdem noch. Und jetzt ist er leider tot. Und mein Waffenskill ist gestiegen. Und das heißt, ich werde ihn noch gleich hochdrücken und bin damit jetzt ein bisschen besser im Umgang mit zweihändigen Schwertern. Und da war wieder eine Quietschefalle. Die hat eigentlich nur den Effekt, dass sie sämtliche Monster in näherer Umgebung auf mich aufmerksam macht. Dann kommen die mir alle hinterher und da ist eine Futterration. Das finde ich ja schön. Wo ist eigentlich mein Hundi? Ein Hobbit und ein Goblin. Ach, süß. Man merkt vielleicht, ich habe weitaus weniger Probleme mit den Gegnern als in gewissen anderen. Ein Sackchen da ist. Das ist ein Bag of Tricks. Okay. Das heißt, wenn ich den im Inventar habe und ihn benutze, wird er Monster generieren, die ich dann auf dem Altar in Minetown, wenn es denn meiner sein sollte, ich hoffe es ja mal, opfern kann. Was war das für eine Falle? Das war eine Dartfalle. Schon wieder. Ist ja putzig. Ja, jetzt habe ich ein kleines Problem. Ich komme an meinen Hund nicht mehr ran, denn diese Falltür ist direkt im Weg. Und über die Falltür wird er nicht drüber laufen. Wieso ist alles, was ich finde, verfault? Ja, gut, das heißt, ich werde mir erstmal eine Spitzhacke besorgen müssen und dann um diese Falle herum einen Weg graben müssen und dabei falle ich glatt in ein Loch. Naja, auch nicht weiter tragisch. Dann wird mein Hund zwar verwildert sein, aber ich habe ja eine Tribe-Ration und mit der kann ich ihn wieder zähmen. Kein großes Ding. Was war das für eine Falle? Das war. Oh, das war eine magische Falle und sie hat einen positiven Effekt hervorgerufen, nämlich Remove Curse. Irgendeins meiner Items wurde entflucht, wenn es verflucht war. Und da hinten ist ein Blue Jelly und die können mir Kälteresistenz geben, greifen mich aber auch mit einer passiven Kälteattacke an. Man sieht jetzt, zack. Ach so, hat schon gereicht. Blue Jelly Corps, so, Essen und, ah, leider nichts. Okay, aber eine Leine habe ich. Ich hoffe, die ist nicht verflucht, das können wir ja gleich in Minetown überprüfen. Denn mit einer Leine kann man, oh Wunder, Tiere anleihen. Na, nicht nur Tiere, eigentlich alles, was einem so folgt. So, die Gnome hier machen wir auch noch kurz weg. Das sind aber viele. Junge, Junge, was ist denn hier los? Gibt's hier was umsonst? Außer Keile. So. Gut, haben wir wieder alles mitnehmen. Ein Kojote, ach, ist das süß. Hey, da ist er ja. Hi, Edefix. Nanu. Wie kommst denn du hierher? War da noch eine Falltür oder was? Ja, okay, dann nehmen wir diesen Zaubertrank hier auch noch mit. Und was ist hier? Das ist nur so eine depperte kleine Waffe. Aber da ist eine Schriftrolle. Und die nehme ich immer mit. Sie könnten immer nützlich sein. So. Jetzt noch den Zwerg. Einfach immer alle Dungeon-Ebenen komplett leeren. Und was ist hier alles? Naja, ein bisschen Futter, das kann mein Hund haben. Autsch! Ach, diese Fallen, das ist echt, das ist ja, das ist fies. Überall. Und man kann sich nicht wehren. Weil man nicht weiß, wo sie sind. Gut.
Naja, aber wie gesagt, immerhin habe ich keine Befürchtung mehr vor tödlichem Gift. Auch wenn dieser Gifttrank mich komischerweise noch gebeutelt hat. Aber ich glaube, dagegen gibt es gar keine Resistenz, oder? Und da war eine Teleportationsfalle, sehe ich auch gerade. Was heißt, sehe ich auch gerade? Ich habe es schon gesehen, aber ich sollte es vielleicht auch mal erwähnen. Da komme ich nicht durch, weil ich zu viel trage. So, Idefix. Kommst du mal an die Leine oder was? Ja, okay, nee, das mache ich besser noch nicht. Weil ich weiß nicht, ob die Leine verflucht ist und wenn sie das ist und mein Hund dann auf irgendwie eine Teleportfalle tritt und dann zu weit von mir weggeht, dann wird er stranguliert. Denn verfluchte Items können ja bekanntlich nicht mehr abgelegt werden und das gilt auch für Tiere. Und da ist ein kleines Kätzchen, das ich jetzt leider töten muss. Oh, wie schade. Ich bin sicher, etliche Leute würden mich dafür jetzt gerne umbringen. Zum Beispiel dieser Gnom da hinten. Hallo, was war das? Achso, ich höre den Brunnen. Wo ist denn eigentlich der Altar? Der ist nicht hier. Sondern er ist auch nicht hier. Ist er vielleicht hier? Nö, die Tür ist eh verschlossen. Was für ein komisches Level-Design hier. So, wieder was essen. Ein bisschen was platt machen. Ah, da ist der Beleuchtungsschoppe. Der ist auch super wichtig fürs spätere Spiel. Wenn man sich aus diesem Schoppe nichts aneignet, dann wird man das Spiel nicht durchspielen können. So. Hyagus Hardware Store. Okay, der hat einige nützliche Utensilien, nämlich. Der hat auch Kerzen. Einen Sack. Ist das wieder ein Berg of Tricks? Nee, wohl eher nicht, ne? Nee, ist keiner. Eine Leine. Oh. Das ist vielleicht. Das ist auch sehr nützlich. Damit kann man Rüstung und Waffen vorläufig Rost und Vermoder sicher machen. Und ein Stethoskop. Das ist auch nicht schlecht. Mit dem Stethoskop kann man den Status und die Lebenspunkte von allem überprüfen, was einem so über den Weg läuft. Das ist auch bei You feel an unexpected draft. Okay, das heißt, da hat irgendjemand gerade eine Tür zerstört. Vielleicht dieser Ork da hinten. Ja, komm her. Na, na. So, zack. Und der nächste. Da war noch einer. Ja, genau. Du. Oh, ein gelbes Licht. Das wird mich jetzt gleich blenden. Ping. Da explodiert es und ich bin geblendet. So. Da war der Ork. Den machen wir jetzt mal platt. Und auf den nächsten wartet man besser, bis er reinkommt. Und it misses. Okay, es greift an. Das heißt, ich töte es. Weil ich kann jetzt nicht mehr zwischen Freund und Feind unterscheiden. Das heißt, nicht zwischen Feind und den Maintown-Wachen. Und die will ich mir nicht zum Feind machen, denn die sind nicht schwach. So. Was ist denn hier so Schönes? Hier ist gar nichts. Alles leer. Was ist hier so Schönes? Hier ist auch nichts. Wo ist denn der Altar eigentlich? Ich weiß es nicht. So, jetzt höchste Vorsicht beim Bewegen. Nicht, dass wir in die Wachen krachen. Ne? Also in die Wachen krachen. Verstehst schon. Ja, ich höre die Shops. Aber dass die hier sind, weiß ich ja eh. Das hier könnte jetzt der Altar sein. Der Raum scheint groß genug. Ah, jetzt kann ich wieder sehen. Gut. Dann gucken wir nochmal hier rein. Und dann gucken wir nochmal hier rein. Und dann vermöbeln wir den Hobbit. Und er hatte eine Mithril-Rüstung dabei. Die nehmen wir sofort mit. Und überprüfen sie im Altar dann auf Verfluchtigkeitigkeit. Und. Okay, das ist der Fress-Shop und der hat irgendwie nicht viel. Oh, er hat aber eine Eisbox. Was ist denn da drin? Okay, eine Menge Leichen. Irgendeine nützliche. Sieht irgendwie nicht so aus, ne? Schade. Schade, schade. Gut. Und welcher Altar ist das? Es ist meiner, das ist cool. Das ist sehr geil. Hallo. So, dann lassen wir jetzt erstmal alles fallen, wovon wir nicht wissen, ob es verflucht ist. Zack. Zack, zack, zack. Zacki, zack. Schnack. Krack. Am Sack. So, der Mithril-Panzer ist sogar gesegnet. Das ist wunderbar. Das Futter ist normal, der Scroll hier auch. Der ist verflucht. Der nicht, die auch nicht, die auch nicht. Das ganze Zeug auch nicht. Das auch nicht. Okay. Ja, das ist ja wunderbar. Dann nehmen wir das doch mal alles wieder mit. Zack, 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 zack. Gut, unsere Rüstung ist auf dem Buchstaben C. Das heißt, wir legen die jetzt mal ab. So. Ich kann es nicht. Was? Was, 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 was? Was? Ach so, ich habe den Mantel drüber, ich Depp. Gut, dann also erst den Mantel, dann die Rüstung.
Jetzt habe ich den Helm abgenommen, versehentlich. Jetzt habe ich die Stiefel ausgezogen. Ja, ich strippe hier total und will es eigentlich gar nicht. So. Jetzt die Rüstung. Jetzt die Mitra-Rüstung anlegen. Na, und hat's geklappt? Jetzt hat's geklappt. Und dann wieder den Mantel drüber. So. Und damit ist unsere Rüstungsklasse schon auf 0. Und das ist gut. Okay. Dann gehen wir doch mal zu einem General Store und verkaufen dort die Rüstung. Die alte. Denn die brauche ich jetzt nicht mehr. Bitteschön, da hast du. Gut, bla bla bla. Jetzt können wir noch was verkaufen. Eher nicht. Den Rest behalte ich mal. Jawohl, du darfst sie haben. Tatsächlich. Oh, ein Zwerg. Wie gefährlich. Bläh. Und da falle ich wieder zu Boden, weil der Zwerg ein fauler Sack ist. Okay. Futter mitnehmen und jetzt gehen wir wieder hoch und holen den Hund. Nein, ich will die Wache nicht angreifen. Als Chaotic-Charakter würde ich dafür keine Strafe mehr kriegen, aber ich würde sofort getötet werden. Denn die Wache ist halt, wie gesagt, nicht schwach. Sonst hieße sie ja Schwache. Ja. Gut. Hundi! Komm an die Leine! So. Fly S. Ding! Yay! Und damit bleibt er immer direkt neben mir. Und das ist gut. Ich glaube, zwei Felder, genau. Zwei Felder Abstand kann er wahren. Ja, und jetzt winselt er und das heißt, dass eine Falle in der Nähe ist. Was machst du denn? Komm doch mit. Mei. Ja, und, na, so, ja, hier. So, bam, runter, mein Town. Rache, mein Town, Unverschämtheit. Was man vielleicht auch erwähnen sollte, man kann, wenn man eine Leine besitzt, sich auch die Polymorph-Fallen zunutze machen. Aber das ist cool, dass er jetzt immer direkt neben mir ist. Da greift er alles an, was mir zu nahe kommt. Na, ich warte mal, bis er sie platt gemacht hat. Na, kriegt das hin? Kriegt das hin? Du schwachmartiger Schwachmartenhund mit dieser Kack-Kratz-Kriegel-Kratz-Schnupp-Schnapp. Weißt schon, Fledermaus, wollte ich sagen. Oh Gott, das darf doch nicht wahr sein. Oh, ein Kobold. Hilfe! Nein! Was stehst du? Das ist doch wirklich ein Witz. Was ist denn das für ein Schwächlingskackhund? Der kommt nicht mal mit so einer blöden Fledermaus klar. Das ist ja nicht wahr. Da poliert die ihm die Fresse, ey. Och Gott. Und da ist wieder eine Falltür und ich bin auf Dungeon Level 7 gelandet. Naja, wenigstens diesmal nur ein Level runter. Und ich habe einen Rumpeln gehört an. Das heißt, irgendjemand hat eine Steinfalle ausgelöst. So eine Indiana Jones überroll mich, lieber Felsenfalle. Und hier sind viele Objekte und das heißt, ja, das ist ja wunderbar. Lohnt sich ja wirklich. Oh Gott, ey. Ide fix, du Honk. Ja, da wollte er mich mit seinem Zauberstab braten und hat dabei seinen Kumpel erledigt. Arme Sau. So. Jetzt habe ich sein Schwert mit der Wucht meines Schlages zerdeppert. Das geht, glaube ich, nur mit zweihändigen Waffen. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das geht... Ich habe das bisher noch mit nichts anderem als mit einem Barbaren geschafft. Und da komme ich nicht durch. Aber hier. Kann es irgendwie sein, dass die Fallengenerierung diesmal ein bisschen scheiße ist? Wo war denn diese Falltür? Die war schon wieder an einem Feld, wo ich auf jeden Fall drüber muss, wenn ich in den Bereich da oben will. Und da sind wieder Orks. Und das ist wieder eine weitere Fledermaus. Und noch eine. Verstehst du, ich mache die mit einem Schlag platt. Und mein Hund... Naja, mein ehemaliger Hund. Der kratzt ab. Wo sind diese Orks? Da ist einer. Wo sind die nächsten? Na komm schon, ich weiß, dass ihr hier seid. Genau, da. Und da oben ist noch einer. Wieso verteilen die sich denn jetzt hier so? Ich dachte, die greifen immer in Gruppen an. Weil sie alleine zu scheiße sind. Na gut. Forschen wir hier weiter. Machen wir ein bisschen was platt. Also die meisten Monster, die man jetzt so trifft, die gehen einfach mit einem Schlag nieder. Xick-Sack-Sack-Sock-Sack-Sack-Suck-Sack-Sa. Die nächste Schriftrolle in unserem Repertoire. Und da ist ein Pony oder ein... Au, Magic Missile. Da hat man wieder gleich zwei andere Gegner platt gemacht für mich.
Jetzt muss ich das nicht mehr machen. Na gut, bitte sehr. Ich werde mich nicht beschweren. Stattdessen mache ich ihn einfach. Ach ja, mach doch. Mit deiner Magic Missile. So. Meine. Ist noch ein Pferd essen. Und da ist noch ein Zauberstab. Und da war diese Rumpel-Hau-mich-platt-lieber-Steinfalle. So. Wieder ein bisschen was alle machen. Gut. Und diesmal nehmen wir diesen Zauberstab mit und gravieren damit. Und zwar, wir schreiben A. Und dann schreiben wir nochmal. Aha. Das vorherige Eingravierte ist soeben verschwunden. Das heißt, wir haben hier entweder Teleportation, Unsichtbarkeit oder Cancellation. Ah, nee, das war jetzt unsinnig. Ich wollte das Ding so nennen. So. Cancel. Ich weiß nicht genau, was es ist. Und das heißt, ich werde diesen Zauberstab auf keinen Fall in einen Bag of Holding legen, wenn ich einen finden sollte. Oh, da ist ein Loch. Denn Bags of Holding haben die unangenehme Angewohnheit zu explodieren. Genau, da war die Rollsteinfalle und leider habe ich den Stein eben eins nach rechts, nein, eins nach links geschoben und damit konnte sie nicht mehr ausgelöst werden. Und ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir eine kleine Pause, denn das Ding geht schon wieder eine halbe Stunde fast. Ja, so viel zu den Spielanfängen mit einem Barbaren. Man hat es wirklich einfach am Anfang, weil man einfach ein obermächtiger, krass Kämpfer ist. Ja, das macht Sinn, oder was? Später wird es allerdings noch ein bisschen ekliger. Also der Quest des Barbaren, der hat's in sich. Da muss man gegen einen ziemlich fiesen Zauberer antreten und der Barbaren und Zauber, schwierig. Aber naja, das sollte bis dahin eigentlich kein Problem sein, wenn ich es denn schaffe, bei dem Altar da in Maintown Stormbringer rauszukitzeln. Dann wird da einiges gehen. So, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Das war diese erste Runde der wunderbaren Partie mit dem ollen Barbaren in Netek. Tschüss.